Mediathek. Ja, und jetzt geht es bei uns um kultige Zweiräder, die viele in ihrer Jugend gefahren haben. Mopeds, maximal 50 Kubikzentimeter, manche sogar nur 2 PS. Also wer mit sowas mehr als 200 Kilometer fährt, dem geht es um das ganz besondere Gefühl. Zum ersten Mal gab es einen Moped-Marathon gestern. Ein Abenteuer. Das Fahren selbst macht einfach Spaß. Das ist nicht so schnell. Trotzdem hat man das Gefühl, man muss sich jeden Meter erkämpfen. Das Moped ist einfach noch was Besonderes. Das hört sich nicht nur gut an, das riecht gut. Das gibt nochmal einfach so, das ist eine Zeitversetzung, ist schon was Schönes. Gleich geht's los zum allerersten Drei-Länder-Moped-Marathon in Bad Hersfeld. Premiere auch für Linda. Die Hersfelderin hat vom Moped-Marathon in der Zeitung gelesen und sich kurzerhand angemeldet. Mit ihrer Maschine ist sie das letzte Mal mit 14 gefahren, jetzt ist sie 33. Ingo ist für die 220 Kilometer lange Tour extra von der Küste aus der Nähe von Bremerhaven angereist. Natürlich per Moped. Gleich, wenn ich losfahren will, muss ich das Moped anschieben, weil auf der Fahrt hierher ist mir der Kickstarter kaputt gegangen. So, jetzt wollen wir mal probieren, ob die Fahrt auch losgehen kann. »200 Moped-Begeisterte aus der ganzen Republik sind meist schon am Vortag angereist. Und zwar recht gemütlich. Teilnahmevoraussetzung war maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum mit 50 km/h Spitze. Bei diesem Marathon geht es vor allem um den Fahrgenuss. Rund 220 Kilometer sind geplant und das möglichst entschleunigt.« Nach den ersten Kilometern zieht sich das Starterfeld schnell auseinander. Etwa 7 Stunden sind für die 220 Kilometer eingeplant, inklusive Mittagspause und Zwischenstopps. Die Strecke ist so konzipiert, dass das Erleben der Landschaft im Vordergrund steht. Der Hauptteil führt durch die Rhön. Neben Hessen wird es auch ein Stück durch Thüringen und durch Bayern gehen. Und auch ganz nach oben, auf Hessens höchsten Berg, die Wasserkuppe. Bei Ingo Rolz. Doch 2 Unfälle gibt es auch. Mit ein paar gebrochenen Knochen gehen die zum Glück vergleichsweise glimpflich aus. Alle anderen kommen unbeschadet ins Ziel, trotz der teils Jahrzehnte alten Schätzchen. Halbzeit. Nach 3,5 Stunden erreichen auch Linda und Ingo die Wasserkuppe. Lief gut, ne? Ja, war eine tolle Sache. Linda und ich haben gerade festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Zum einen ist bei uns beiden der Kickstarter-Defekt und zum anderen machen wir beide die Jungfernfahrt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde sagen, bei mir soweit ganz gut. Läuft bis auf den Kickstarter, ne? Geht auch ohne Kickstarter. Und die Strecke zurück nach Hersfeld haben sie dann in gemütlichen 3,5 Stunden bewältigt. Chapeau.